Was bedeutet Sinn? Beim christlichen Mystiker Meister Eckhart, 13. Jahrhundert, findet sich der Satz: Das Leben ist sunda warumbe. Das ist Mittelhochdeutsch und bedeutet: Das Leben ist ohne Warum. Das heißt auch: Das Leben ist ohne direkte Hinterfragbarkeit. Und da sind wir beim Sinn. Das Leben ist ohne Sinn. Klingt es nicht trostlos? Wir sind es oftmals gewohnt, Sinn herzustellen. Denn Sinn wird nicht vorgefunden, Sinn wird gemacht. Wir unterstellen Sinn, indem wir einen Zusammenhang zwischen Erscheinungen konstruieren. Dieser Zusammenhang besteht in unserem eigenen diskursiven Denken, wird allerdings nicht in den Naturerscheinungen als in sie selbst hineingelegt vorgefunden. Wir versuchen, über das Kausale, sprich Ursächliche, und das Korrelative, sprich begleitende Denken hinaus eine weitere Dimension zu eröffnen, eine Dimension, die im Metaphysischen angesiedelt ist, die Trost, deshalb sagte ich eben in der Verneinung trostlos, die Trosttiefe Zusammenhang, Sinn vermitteln kann. Bei allen Versuchen, Sinn zu konstruieren, derer es in unserer Gegenwart viele gibt, dürfen wir nicht vergessen, dass Sinn als solcher keine philosophische Kategorie ist. Ja? Wenn Meister Eckhart sagt, und Meister Eckhart war ein Mystiker, ein Theologe und ein gläubiger Mensch, das Leben ist ohne Warum, ohne letzte Hinterfragbarkeit, ohne von Menschen gemachten Sinn, so ist das keine Absage an den Wert des Lebens, sondern es ist ein Freischaffen des eigenen Geistes, der eigenen Erkenntnisfähigkeit und des Horizontes. Denn unsere Suche nach Sinn und unser Konstruieren von Sinnzusammenhängen führt auch oftmals dazu, dass wir uns selbst überschätzen und dass wir uns unter einen großen Druck setzen, ja, indem wir nicht nur alles erklären und verstehen, sondern auch in unsere Wahrnehmung und in unsere Emotionen integrieren wollen. Ja. Sinn soll oftmals rückblickend Lebensereignissen eine Bedeutungsdimension vermitteln, die sie damals für uns nicht hatten, soll also gleichsam lebenserklärend, welterschlüsselnd für uns wirken. Der Mystiker Eckhart ist dagegen. Ja, das Leben ist sunda warum, das heißt, das Leben ist letztendlich nicht in jedem einzelnen Bereich, nicht in jedem einzelnen Zusammenhang von Menschen verstehbar und deutbar. Das ist keine Absage an den Wert des Lebens und es ist keine Absage an eine persönliche Ethik, sondern das weist den Menschen auf seine Position als Erkennenden zurück. Der Mensch weiß nicht alles, der Mensch kann nicht alles deuten, der Mensch kann sich viele Spezialkenntnisse aneignen und ist dennoch nicht in der Lage, alles zweifelsfrei zu interpretieren. Das bedeutet dieser Satz, das Leben ist ohne Warum. Das ist ein in die Schranken weisen der menschlichen Erkenntniskraft. Und das ist dadurch ein Dienst an der Freiheit. Ja, denn der Mensch, der es sich zur Aufgabe macht, alles verstehen, alles deuten zu können, der legt sich eine Pflicht auf, die über seine Kompetenzen, auch über seine Kompetenzen als Forscher hinausreicht. Der Satz, das Leben ist ohne Warum, ist ein befreiender Satz. Er schafft den Menschen frei, er räumt den Horizont frei für Fragestellungen und gibt auch der Möglichkeit des Irrtums und des Scheiterns, sehr menschlichen Möglichkeiten, einen Raum. Somit ist ein Weltmodell, das nicht in jedem Punkt sinnhaft zu deuten ist, freiheitlicher als eines, das überall Sinn konstruiert. Freiheit ist.